bin mir im Klaren darüber, dass es kein Massenthema ist, aber es ist ein Thema, bei dem viel auf dem Spiel steht. Und deshalb müssen, ich will jetzt nicht von den Gebildeten oder der Elite sprechen, aber die, die ein Gespür dafür haben, was gefährdet ist, wenn der Artikel 1, ich weiß, manche verwenden ihn natürlich sehr oft und manche sprechen von Totschlagsargument, aber immerhin, der ist ja ins Grundgesetz gekommen, nicht weil Menschen irgendjemand den dem Volk geschenkt hat, sondern weil es vorgegebene Rechte sind, Menschenwürde und Menschenrechte. Und wenn der auf dem Spiel steht, dann muss es welche geben, und unsere Aufgabe ist es, glaube ich, dafür zu sorgen, dass es viele werden, muss es Menschen geben, die sagen, halt, das lassen wir nicht zu, da ist unsere Wachsamkeit gefordert, was etwa am Beispiel der behinderten Menschen das bedeutet, möchte ich Ihnen sagen. Man kann natürlich sagen, ja, das Glück für Einzelne hängt davon ab, dass sie kein behindertes Kind haben und dass sie kein krankes Kind haben. Das ist halt ein Teil der Wahrheit. Damit ist noch nicht beantwortet, ob es auch ein Recht darauf gibt. Denn wenn Sie dieses, und wir haben ja so einen, fast einen Wahn, nicht? Ewige Jugend, ewige Schönheit, ewige Gesundheit. Wenn Sie dem auch nur ein Stück weit näher kommen, dann wird, und das ist meine Erfahrung an der Spitze der Menschen für geistige Behinderung in den letzten 12 Jahren, dann wird, wenn das möglich scheint in der Gesellschaft, dann wird die Wertschätzung für die Menschen, die es nicht erreichen, und die wird es immer geben, es wird immer sogar die weitaus größte Mehrheit sein, die wird in dem Maße sinken, wie es möglich ist, den anderen ein Stück mehr Perfektion zu vermitteln. Wenn Sie denken, wir haben etwa 8 Millionen behinderte Menschen, Schwerbehinderte, mit Schwerbehindertenausweis in Deutschland. Davon ist etwa, sind 2 oder 3%, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, können Sie nachliefern, wenn Sie es wünschen, werden durch die Geburt, entweder bei der Geburt selbst oder doch im Vorfeld, in der Schwangerschaft behindert. Das heißt, von diesen 8 Millionen sind etwa 350.000, kommen mit einer Behinderung zur Welt. Wenn Sie aber jetzt den Eindruck erwecken, dass allein dadurch, dass Sie diese Menschen selektieren und dann es keine behinderten Menschen mehr gibt, dann lügen Sie einfach die ganze Gesellschaft an. Denn alle anderen, der allergrößte Teil, die 7.650.000 oder wie viel, die werden noch einen Arbeitsunfall, einen Verkehrsunfall, einen Sportunfall, wo immer, auch in der Küche, im Haushalt, werden die sich ihre Behinderung zuziehen. Sie haben aber ein Stück mehr Kälte in die Gesellschaft getragen, weil sie den Eindruck erwecken, ja, eigentlich wäre es möglich, oder dann passiert ihnen, was mir manchmal passiert ist, in meiner Zeit als Bundesvorsitzender der Lebenshilfe, dass sie eine Mutter anruft oder auch ein Vater aus dem Park oder dem Wartezimmer und dann sehr verletzt ist, nicht, weil er manchmal nur durch einen Blick gesagt bekommen hat, aber sowas müsste doch heute nicht mehr sein. Das ist meine Hauptmotivation, weil ich halt auch jetzt an diesem Punkt ein bisschen eingegrenzt bin auf die Menschen, für die ich die größte Bedrohung sehe.